Das wird eine etwas andere Wettersendung werden, als ihr es von mir gewohnt seid. Wir gehen hauptsächlich mal auf die ganzen Unwetter ein, plus das Potenzial, was da nicht nur in den kommenden Tagen möglich ist, sondern auch aufgrund der Wetterlage in einer Woche geschnitzt werden kann. Grüße Sie und grüße euch. Das Monster kommt und zwar heute Nacht und morgen in Form von schweren Schauern und Gewittern. Hauptsächlich wird Wind dabei sein und den Ton angeben. Warum ist das so? Schauen wir uns erst einmal eine Wetterlage an mit einer klassischen Hitzewelle, die über einen langen Zeitraum geht und die auch größtenteils trocken ist. Das wäre die klassische Hochdrucklage über Nordeuropa, flankiert von Tiefs, die berühmt-berüchtigte Omega-Lage. Und unter der Omega-Lage hätten wir die Hitzeglocke, zum Beispiel Sommer 2018 oder Sommer 2003. Und da gibt es auch schwere Unwetter, wo Keller volllaufen können mit Hagelschlag und Stürmen. Aber die Dinger sind isoliert und entstehen aus der Hitze heraus an Ort und Stelle und fallen dann wieder in sich zusammen. Das haben wir nicht. Wir haben eine komplett andere Wetterlage und die macht es so gefährlich und so spannend. Dieses kräftige Hoch ist weiter im Osten. Die Tiefs liegen näher und wir haben noch ein weiteres Tief, das auf der Iberischen Halbinsel liegt und diese ganze Heißluft aus dem Mittelmeerraum zu uns pumpt und wir haben wellenförmig diese Hitze, die immer wieder zu uns wabert und schwappt. Und mal kommt kühlere Luft dazwischen. Und im Bereich dieser Luftmassengrenze können diese schweren Schauer und Gewitter entstehen. Und aufgrund dieser Lage kommt da auch sehr viel Dynamik rein. Da braucht man gar keine Modelle, um zu schauen, gibt es da Wind oder nicht. Allein die Großwetterlage daraus bestimmt, dass da Unwetter entstehen können und auch werden. Wir haben es ja schon gerade in Westeuropa erlebt. Und das sind eben diese brachialen Gewitter, die mit sehr viel Wind und Sturm einhergehen. Und das wird jetzt passieren. Noch etwas haben wir. Diese Wetterlage, die wir momentan haben, wird ja sukzessive in den nächsten 7 bis 10 Tagen umgebaut. Wir starten mit der großen Hitze, dann kommen die schweren Unwetter, die wir jetzt behandeln. Danach schwächt sich die Hitze ab, es bleibt bei sommerlichen bis hochsommerlichen Temperaturen. Dann kommt der nächste Schritt, die Temperaturen gehen noch weiter runter, es gibt wieder Schauer und Gewitter. Und dadurch, dass das langsam vonstatten geht, kann es eben viel Regen geben. Das sind dann eben andere Gewitter von der Struktur her. Und dann geht es noch weiter runter und möglicherweise endet das dann in einer Lage, die viel Regen bringen kann. Wir erinnern uns beispielsweise an August 2002 oder 2005, wo wir aus Hitze schubweise rausgekommen sind und diese ganze Feuchtigkeit, die ganze Energie, die in dieser Wetterlage war, dann mit einem Tief eben viel Regen brachte. Und was steht uns jetzt bevor? In der Nacht um 2 Uhr. Schauen wir uns mal die Temperaturen in 1500 Meter Höhe an. Liegt diese Hitzeglocke nördlich der Alpen. Westlich davon ist es kühler und hier ist so eine kleine Tiefdruckrinne. Und an dieser Tiefdruckrinne entstehen diese Gewitter. Jetzt ist es nicht nur so, dass vom Wind her die Isobarendrängung durchschlägt, sondern auch die Luftmasse an sich. Wir haben hier diese fluffig heiße Luft, die aufsteigt und leicht ist. Und dann kommt der Regen. Das sind ja riesige Wassersäcke da in den Gewitterwolken. Die sind schwer und die sind kalt, die Luft, und fallen nach unten. Und dadurch werden diese Fallböen ausgelöst und diese Gewitterwolken, die so gigantische Strukturen haben wie Armageddon. Die Situation in Sachen Wind, das sind die Windspitzen laut Modell. Und da sind schon Dinger dabei, die über 60 Stundenkilometer sind. Und jetzt ist das ja groß und grobflächig. Wenn man das jetzt in einzelne Regionen packt, nur von wenigen 100 Meter, können da Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometer pro Stunde zusammenkommen. Und wenn wir uns in 1500 Meter Höhe den Wind anschauen, das ist der Mittelwind hier, Stärke 9 bis 10. Da sehen wir diese einzelnen Tiefs, die hier bis in den Westen Deutschlands reingehen, Osten Frankreichs, bis in die Niederlande rein. Das sind zum Beispiel diese Fallböen und Fallwinde, die dann runtergemischt werden durch den Regen. Da kommen also locker Windgeschwindigkeiten der Stärke 9 bis 10 zustande, plus die Fallwinde, die Downbursts, mehr als 120 Sachen. Morgen, jetzt machen wir einen großen Schritt, kommen wir in den Sonntag rein. Da haben wir hier so eine Dreifachstruktur inzwischen mit dem Hauptding hier unten im Süden. Das Unwetter von Sonntag wird sich verzögern.
Und dadurch ist mehr Energie da. Es heizt sich die Luft erst einmal noch stark auf. Im weiteren Verlauf zieht das Ding dann weiter nach Nordosten und hier entsteht eine weitere Unwetter, eine Monsterfront. Die Windgeschwindigkeiten, machen wir das Ding hier mal gleich weg, bringen hier lokal auch über 100 Kilometer pro Stunde und hier in 1,5 Kilometer Höhe oder 1500 Meter Höhe Windstärke 11. Da ist unwahrscheinlich viel Wind und viel Musik drin. Die Gewitter werden hauptsächlich durch den Wind so gefährlich werden. Das Ganze jetzt strukturiert, in einfachen Karten dargestellt, was heute Abend und in der ersten Nachthälfte passiert. Es gibt so die Vorreitergewitter, die nach Einbruch der Dunkelheit oder zur Dämmerung dann entstehen. Und das eigentliche Ding liegt noch über Westeuropa, zieht dann im Laufe der Nacht in den Westen Deutschlands rein und bis morgen früh wandert das weiter nordostwärts, stückelt im Süden eventuell an. Hier kann es punktuell einzelne Schauer- und Gewitterzellen geben. In diesem Bereich, bitte, ich habe es gestern schon gesagt, nimmt die Sonnensegel weg, bindet alles fest, Sonnenschirme einfahren, hinlegen, Pflanzkübel ans Haus stellen und keinen Durchzug in den Wohnungen und Häusern lassen. Das kann gut und gerne erst in der Nacht passieren, wenn man sich denkt, ist doch nichts. Das ist totenstill, die Grillen zirpen vielleicht noch ein bisschen und dann sieht man das Flackern am Horizont und irgendwann kommt dann die Walze herangezogen mit viel Regen. Nächster Schritt. Morgen Nachmittag, da entsteht eine erste mögliche Schauer- und Gewitterlinie schon im Bereich etwa vom Rhein-Main-Gebiet über das Allgäu bis in die Alpen rein. Die eigentliche Front liegt noch über Frankreich und auch über der Schweiz, kommt aber dann ziemlich schnell nach Nordosten und Osten voran. In diesem Bereich, das ist gar nicht so groß, aber es ist heftig. Von NRW durch Hessen bis nach Bayern rein, auch Württemberg ist davon betroffen und im Vorfeld gibt es auch ein paar Gewitter, besteht akute Unwettergefahr. Da zieht eine Walze durch, die kann mal einen Wald platt bügeln. Da werden definitiv Bäume umstürzen und auch größere Äste wegfliegen. Allerdings wohl derzeit nach den Berechnungen erst in den Abendstunden. Und in diesem Bereich, auch das hatten wir gestern, besteht lokal Tornadogefahr, weil die Winde eben ineinander fallen. Von Nordwesten der kalte Wind aus der Höhe und von Südosten wird die Heißluft eingesaugt. Die Gefahr besteht. Behaltet bitte den Horizont im Auge. Und dann atme mal tief durch. Die Reste des Schützenfestes werden allerdings im Laufe der Nacht dann auf Montag in den Norden Deutschlands ziehen. In der Mitte und im Norden haben wir es dann anfangs noch mit Gewittern, hauptsächlich aber mit Starkregen zu tun. Da besteht die Gefahr von lokalen Überflutungen und es wird dann gluckern und glucksen und da bilden sich Bläschen im trockenen Boden. Und es gibt hier im Nordosten sehr trockene Böden. Da fließt das Wasser dann in die Risse rein, wenn das Ding dann so weit östlich der Elbe vorankommt. Ganz kurz noch der Montagnachmittag, da entsteht eine gröbere Gewitterlinie wahrscheinlich von den Niederlanden über NRW und Thüringen bis ins Erzgebirge rein. In Alpennähe sind auch ein paar Schauer und Gewitter dabei. Die können mal kräftiger ausfallen, sind aber jetzt keine großen Unwetter. Am Dienstag steigt die Unwettergefahr wieder in Alpennähe und im Süden Deutschlands und so sichelförmig über den Mittelgebirgen, weil der nächste Schub der kühleren Luft kommt. Die wird sich dann durchsetzen, mal mit mehr, mal mit weniger Schauern und Gewittern und Regen und dann kommt eine kühlere Witterungsphase. Und die Wetterkarte des amerikanischen Modells GFS schießt den Vogel mit dem sogenannten Sechserlauf ab. Das wird für das kommende Wochenende berechnet. Wir haben das Hoch über Westeuropa, das Hoch weiter über dem Kontinent und das Tief, das jetzt über Westeuropa liegt, kommt zu uns herangezogen und wir sehen hier Höhenkaltluft. Da wird kühle Luft mit eingebunden, auf der anderen Seite warme Luft mit rein. Es beginnt also eine Abhobelung, ein Aufgleiten und das kann ziemlich viel Regen bringen. Hier die sehr kühle Luft über Westeuropa, die in dieses Tief reingesaugt wird. Auf der anderen Seite wird die heiße und feuchte Luft in dieses Tief mit reingebracht. Und das Ende vom Lied ist, das berechnen die Modelle, nämlich Regen. Ziemlich viel Regen und ich habe jetzt mal nur den Modell-Output genommen. Ihr erinnert euch auch, wir haben in den 15-16-Tage-Trends in den Ensembles immer wieder diese Linien angeschaut, die in Einzelläufen berechnet wurden mit diesem Wahnsinnsregen. Und wenn der kommen würde, sähe das so aus. Das sind die Niederschlagssummen des amerikanischen GFS-Laufs, 6 Uhr für die nächsten 10 Tage. Demnach gäbe es vom Oderbruch bis nach Ostfrankreich und in die Schweiz rein zwischen 100 und 250 Liter pro Quadratmeter. Das nehmen wir jetzt nicht für bare Münze, bitte nicht. Aber wir behalten es im Hinterkopf, dass das aus dieser Großwetterlage entstehen kann. Und falls jetzt die Frage kommt, was hieße das denn,
wenn so viel Regen fällt? Ganz einfach, Land unter.